zusammen und willkommen zu einem neuen Unboxing meinerseits. Irgendwie geht die Kamera gerade runter, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall heute die PlayStation 4 Kamera, die habe ich mir vor guten dreiviertel Stunde hier im schönen Mediamarkt gekauft, weil ich die haben wollte. Verpackungstechnisch mäßig gibt es da nicht viel zu sagen. Hier die Beschreibung in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch. Ja, ansonsten alles sehr klein verpackt. Und wie das bei mir so üblich ist, habe ich natürlich wieder keine Schere. Ah doch, ich habe hier doch eine Schere. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Loris, der seit längerer Zeit darauf wartet. Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Diesmal nicht bei Amazon bestellt. Also irgendwie geht die Kamera hier immer runter. Also irgendwie ist das Stativ gerade ein bisschen am Spinnen. So, auf jeden Fall haben wir dann hier den schönen Karton. Wenn man den öffnet, dann kommen verschiedene Materialien entgegen, und zwar die Kamera mit dem Kabel natürlich, und ansonsten ist hier nichts von außer eine so eine Beschreibung. Ist relativ unwichtig. Dann ist das alles leer. Zur Kamera nicht kaputt machen hier. Ist auch mit diesem Hochglanzlack, Klavierlack beschichtet und halt mit ein paar matten Stellen hier, zum Beispiel das Dingenskirchen. Ich habe mich damit noch nicht so richtig befasst. Ich weiß gar nicht, wie man das hier so alles einstellen kann. Ich glaube, momentan kann ich sie noch so auf dem Fernseher stellen, aber es gibt auch noch so, Alter, dieses Stativ, das, glaube ich, muss das hier mal eben festdrehen. So. Wo war ich stehen geblieben? Da gibt es auch so Halterungen für den Fernseher. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass das hier die Kamera ist. So als Vergleich mal so eine Hülle von PS4 Spiel, so von der Länge her. So, das ist eigentlich relativ klein, kann man sagen. Und auch so die Breite ist jetzt auch jetzt, also es ist schon recht klein. Gekostet hat die 59 Euro. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, frohes Neues, ja. Ist ja jetzt, glaube ich, das erste Video in dem Jahr. Kommt zwar ein bisschen doof, am 20. Februar Neujahrswünsche rauszuschicken, aber das ging jetzt nicht anders, weil ich war auch eine lange Zeit wirklich krank. Noch immer noch ein bisschen krank. Ich habe nämlich einen schönen Helicobacter pylori in mir. Wenn das interessiert, was das ist, einfach mal googeln. Das ist irgendeine Magenbakterie. Kann ich auf jeden Fall jeden Morgen und jeden Abend ordentlich 5 Tabletten schlucken. Dann noch Eisenmangel, Blutarmut, volles Programm habe ich. Also, da ging es mir wirklich gar nicht gut. Ich hatte überhaupt keinen Bock, Videos zu machen. Aber jetzt geht es langsam wieder auf. Das ist ein gutes Zeichen. Demnach gibt es dann demnächst auch wieder ein paar mehr Videos. Kennt ihr ja. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein.